Manchmal trifft man seine Idole und Vorbilder schneller, als einem vielleicht lieb ist. So oder so ähnlich erging es am vergangenen Montag der Klasse 6b der St. Martin Realschule aus Sendenhorst. Denn zur Sportstunde begrüßte sie nicht nur Lehrer Stefan Schubert, sondern auch Axel Bühring, Trainer der Volleyball-Bundesliga-Damen des USC Münster, zusammen mit 4 Spielerinnen des aktuellen Kaders. Was die Kids nicht wussten, sie durften ein gemeinsames Training mit den USC-Mädels absolvieren. Klar, dass die Schülerinnen und Schüler da große Augen machten. Ja, ist ja eine einmalige Sache gewesen und es war schon sehr heftig, als wir dann die USC-Mädchen sahen, wie die dann hier auch in die Turnhalle kamen und mit uns Volleyball gespielt haben. Stefan Schubert, seines Zeichens Klassen- und Sportlehrer in einer Person, zeigte sich hoch erfreut, dass diese Überraschung schon zu Beginn ein voller Erfolg war. Ja, wir haben gedacht, wir halten das mal geheim. Die wussten nur, in der Halle ist irgendwas aufgebaut, was anders ist als sonst. Und jetzt sind natürlich alle total begeistert, mit Profis trainieren zu dürfen. Für den Pädagogen und seine Klasse war es nicht das erste gemeinsame Highlight. Vor den Sommerferien strampelten die Jugendlichen mit ihrem Lehrer im Zuge einer Mountainbike-AG von Sendenhorst bis ganz hoch in den Norden an die Nordsee. Seit ein paar Tagen liegt der Unterrichtsschwerpunkt nun auf Volleyball. Umso schöner also, dass der USC Münster die Einladung der Realschule prompt annahm. Es ist zurzeit halt so, dass wir nur sehr wenig Spielerinnen haben und dass wir deshalb auch flexibler sind und das leichter zu organisieren ist. Aber ansonsten machen wir schon regelmäßig Besuche auch in Schulen, um unsere Sportart voranzutreiben und natürlich auch um Werbung in eigener Sache zu machen. Und dann ging es natürlich auch los. Nach einer kurzen Aufwärmphase hieß es unter der liebevollen Leitung von Trainer Axel Bühring baggern und pritschen. Die USC-Spielerinnen Linda Dörendahl, Ashley Benson, Thies von Pickards und Nadja Schaus schmissen sich ebenfalls sofort ins Getümmel und zeigten überhaupt keine Berührungsängste. Neben der momentanen Saisonvorbereitung war es für die Profispielerinnen des USC eine tolle Abwechslung. Also ich glaube, gerade in dem Alter, wie die Kids jetzt sind, da haben die noch richtig Bock, irgendwie den Ball hinterher zu hechten und wirklich alles zu geben und sich hinzuschmeißen. Und ich glaube, so hat jeder von uns auch mal angefangen. Und es ist schön zu sehen, dass es auch Kindern so geht, die nicht Volleyball spielen, sondern die das eben in der Schule haben einfach. Und dass denen das so einen Spaß macht, unser Sport. Am Ende gab es noch einmal große Freude. USC-Coach Axel Bühring lud die gesamte Klasse 6b und natürlich Lehrer Stefan Schubert zum ersten Heimspiel der Saison nach Münster ein.